Es ist die relative Ruhe vor dem Sturm, die die Spieler des FC Bayern zurzeit genießen. 10 Profis des deutschen Rekordmeisters sind auf Länderspielreise. Die in München gebliebenen Spieler trainieren fleißig und nutzen auch, wie im Fall von Xabi Alonso, das etwas ruhigere Programm, um Sponsorentermine wahrzunehmen. Der spanische Welt- und Europameister besuchte gestern die CeBIT in Hannover. Noch viele Schritte zu nehmen, aber es ist ein Traum für alles. Einige Kollegen, sie haben schon einmal die Treble gemacht. Die neue Spiele, wir wollen auch diese Erfahrung zu haben und diesen Erfolg zu erreichen. Wir wissen, es ist brutal schwer. Wir haben Viertelfinale gegen Madrid. Sie sind Meister gerade, aber wir haben Vertrauen in uns. Trotz CeBIT steht in der Länderspielpause natürlich auch intensives Training auf dem Programm. Schließlich gilt es, sich ideal auf den immens wichtigen Monat April mit 9 Pflichtspielen in allen Wettbewerben vorzubereiten. Heute bat Carlo Ancelotti seine Spieler zur nicht öffentlichen Einheit, bevor es zur Regeneration in ein verlängertes Wochenende geht. Die Herren wollen vor den entscheidenden Spielen der Saison nochmal Kraft auftanken. Die Bayern-Frauen müssen heute Abend schon ans Limit gehen. Um 19 Uhr findet das bisherige Saison-Highlight mit dem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain im Grünwalder Stadion statt. Restkarten für nur 5 Euro gibt es heute Abend noch vor Anpfiff an den Stadionkassen. Auf geht's, Mädels. Pack mal's.